Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es mal wieder offensichtlicherweise um das Thema 3D-Druck. Wir haben hier den Drucker und hier Filament, Zubehör und so weiter. Ich habe das gute Stück jetzt seit ungefähr 10 Monaten und bin noch lange kein Profi, habe in der Zeit aber auf jeden Fall viel gelernt und auch viel lernen müssen, durch Fehler natürlich. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal so ein Video, wo ich so ein paar Punkte, ich will es jetzt gar nicht mal Tipps nennen, aber wo ich einfach so ein paar Dinge zusammentrage, die ich persönlich wichtig finde, die man gerade als Anfänger vielleicht beachten sollte und auch so ein paar Lösungen, wie ich Filament lagere etc. Ich denke, das könnte ganz interessant sein und deswegen würde ich sagen, nach dem Intro und einem kurzen Spot geht's los. Viel Spaß dabei! Vermutlich habt ihr schon mitbekommen, dass wir mitten in der Black Week stecken und daher wurde das heutige Video von Lian Lee und Case King unterstützt, die einige geile Angebote raushauen, um genau zu sein mit bis zu 33% Rabatt. So bekommt ihr zum Beispiel die 120mm Unifans SL mit cooler RGB-Beleuchtung und Stecksystem, welches euch richtig Kabelsalat spart, für nur 16,90€. Auch das Dreierpack der AL120 V2 ist gut reduziert, 69,90€ ist der mit Abstand niedrigste Preis für die Dinger jemals. Und auch sonst ist von Gehäusen über AIO-Wasserkühlungen bis hin zu den beliebten Streamer-RGB-Kabeln für den 12V High-Power-Anschluss einiges dabei. Darüber hinaus gibt es bei Case King aber natürlich noch viele weitere Angebote. Zum Beispiel bei Ducky lohnt es sich richtig, ihr könnt stolze 25% auf das gesamte EK Waterblock-Sortiment sparen und vieles mehr. Checkt den Link in der Videobeschreibung. Wo wir gerade schon über Black Friday Angebote sprechen, auch Bambulab hat den größten Sale des Jahres gestartet. Ihr bekommt den X1 Carbon mit dem AMS für 1.359€. Das sind fast 300€ weniger, als ich bezahlt habe vor 10 Monaten. Das lohnt sich also ordentlich. Ich glaube, es gibt irgendwie noch ein Filamentgeschenk sogar on top. Müsst ihr mal schauen. Also ja, kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Irgendwie P1P ab 599€, P1S ab 699€. Und beim Filament kann man auch was sparen. Ich weiß es nicht genau, ich glaube irgendwie ab 4 Rollen bis zu 40% Rabatt oder so. Checkt es gerne mal ab. Für die Transparenz, ich habe keinerlei Connections zu Bambulab, ich habe den selber gekauft. Aber wenn wir jetzt schon ein Video machen, wo es um das Thema und um den Drucker geht, ja, dann will ich zumindest einmal darauf aufmerksam machen, falls ihr gerade mit dem Gedanken spielt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Der erste Punkt ist ziemlich basic und für viele wahrscheinlich selbstverständlich, aber eben nicht für alle, deswegen erwähne ich es einmal. Setzt euch vernünftig mit dem Slicer, also in diesem Fall dem Bambu Studio, auseinander. Klassischerweise, wenn ihr so einen Drucker irgendwie bestellt habt und ihr müsst drauf warten, Vorfreude ist groß, dann ladet euch einfach schon mal das Bambu Studio runter und schaut euch alles ein bisschen an. Es ist sehr gut strukturiert, schön übersichtlich, die einzelnen Optionen sind gut benannt, haben teilweise Infotexte dabei. Manchmal gibt es sogar eine komplette Wiki-Seite, also es ist gut möglich, sich nur anhand dieser Benennungen und Infos schon mal ein Bild zu machen, was macht welche Option, um dann später zu schauen, wenn man am Drucken ist und irgendwas passt vielleicht mal nicht oder man will was verändern, was feinjustieren, wo muss man gucken, wo muss man vielleicht rumstellen. Und ich finde, dass so ein gewisses Grund-Know-how vom Slicer super, super wichtig ist, fast schon essentiell. Diese Drucker machen zwar schon viel selber, aber man muss halt auch einfach ein bisschen schauen. Und ja, vieles kommt über die Zeit, aber dennoch könnt ihr da einfach einen guten Grundstein legen. Und da gehen wir direkt zum zweiten Punkt über, nämlich die Druckgeschwindigkeit. Diese Drucker können extrem schnell drucken, das wird ja auch sehr aggressiv beworben. Ihr packt den aus, könnt aus dem internen Speicher so ein Benchy, also dieses kleine Bötchen, drucken. Das dauert 17 Minuten oder so und dann habt ihr da ein quasi perfektes Boot auf eurem Druckbett stehen. Das ist beeindruckend und man macht dann schnell den Fehler, habe ich am Anfang auch, dass man im Grunde mit diesen Standard-Settings alles versucht zu drucken. Und dann klappt dies nicht und jenes klappt nicht und man weiß nicht so richtig warum. Aber sehr, sehr viel kann man über die Geschwindigkeit halt schon korrigieren. Ein bisschen runterschrauben, ein bisschen moderater rangehen und dann sehen viele Drucke schon viel, viel besser aus. Natürlich kann man auch schnell drucken, also generell ist der schnell, ne, das muss man schon mal sagen. Aber man kann auch sehr schnell drucken, auch mit guten Ergebnissen. Aber dafür müssen halt viele Faktoren stimmen. Das Filament, die Nozzle-Temperatur, die Flow-Kalibrierung, das Druckobjekt an sich, also wenn das alles zusammenpasst, dann ist das kein Problem. Aber generell ist es, glaube ich, ein guter Tipp, mit den Geschwindigkeiten so ein bisschen moderater vorzugehen. Wenn man jetzt eine Weile druckt, wird man auf kurz oder lang eigentlich zwangsläufig mehrere Filamente angebrochen haben. Und da ist natürlich die Frage, wie lagert man die? Da kommen wir gleich drauf. Je nachdem, was es für ein Filament ist, sind die halt mehr oder weniger empfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit. Und auch im AMS ist das natürlich ein Thema. Wenn man das Ganze bekommt, also der Werkszustand, da sind zwei so Gelbeutel drin. Ja, im Grunde
Die Dinger, ne, ich denke, die kennt jeder von euch, diese typischen Silizia-Trockenbeutel, nur halt da drin ein bisschen größer. Damit hatte ich am Anfang so ungefähr 20% Luftfeuchtigkeit im AMS und ganz bisschen darunter, 17, 18 oder so. Und über die nächsten Wochen ging das dann immer so ein bisschen hoch, bis ich relativ schnell, jetzt nicht innerhalb von einem Monat, aber ich glaube so nach anderthalb, zwei Monaten, war ich dann so bei 35-40%. Und das ist auf jeden Fall zu viel. Dann wollte ich erst neue von den Dingern kaufen, habe mich dann aber für was anderes entschieden. Und zwar hier diese Kugeln. Die sind in dem Fall von der Firma Knepo. Ich glaube, das sind auch so die besten und bekanntesten in dem Bereich. Und im Grunde sind das genauso Kugeln, die hier auch drin sind vom Grundprinzip. Die können Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn die gesättigt sind, dann werden sie dunkel, so dunkelgrün, schwarz die Richtung. Und dann kann man die wiederverwenden, indem man die einfach eine Weile in den Backofen packt. Die Teile sind auf jeden Fall super effizient. Ich hoffe, ihr könnt es da oben sehen. Ich habe 10% Luftfeuchtigkeit im AMS und die sind da seit 4 Monaten drin. Außerdem ist der Witz an der Sache, dass dieses Hygrometer erst ab 10% anzeigen kann. Das heißt, wir haben eigentlich weniger, wie viel genau, keine Ahnung, aber das ist unfassbar niedrig. Und dementsprechend natürlich eine super Sache für das Filament. Ich habe hier vorne noch so Container gedruckt. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Masse drin. Dann hält es natürlich auch noch mal länger. Aber ja, kann man ja machen, wie man möchte. Ich werde euch das alles verlinken, auch die Dateien und das Zeug natürlich auch. Das kann man auch wunderbar in so kleine Boxen tun. Gibt es bei Printables 100 Vorlagen für. Und dann kann man die zum Beispiel hier zum Filament lagern, mit in diese Kisten packen. Also das kann ich jedem 3D-Drucktypen nur empfehlen. Kostet auch nicht so viel, 4 Kilo, 30 Euro oder so, damit kommt ihr wahrscheinlich Jahre hin und es gibt auch noch kleinere Gebinde, also auf jeden Fall mal abchecken. Dann stellen wir den Eimer hier mal zur Seite und kommen zu diesen Boxen. Die habe ich schon mal gezeigt, also das ist jetzt nichts super Neues, aber so lagere ich mein Filament. Das ist eine IKEA Sammlerbox, in dem Fall mit einem Volumen von 22 Litern, gibt es in verschiedenen Größen. Aber ich finde die hier ziemlich gut, weil man kann also 4 bis 5 Spulen Filament da schön reinstellen. Man sieht direkt, was hat man drin, welche Farben und so weiter und muss nicht irgendwie in einer riesen Box erst noch rumwühlen. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Ja, dann habe ich hier so Clips gedruckt, womit man den Deckel eben vernünftig darauf fixiert. Wenn man es perfekt machen will, dann sollte man jetzt hier auf jeden Fall noch eine Dichtung, so eine kleine Dichtlippe, draufkleben. Wollte ich eigentlich auch machen, aber ja, wie es manchmal so ist, ne? Wenn man es nicht direkt macht, dann macht man es irgendwie gar nicht. Werde ich vielleicht bald mal nachholen. Dann habe ich hier die ganzen Spindeln nochmal in einer extra Tüte und auch da nochmal so ein paar Trockenbeutel drin. Man könnte sich da jetzt wieder so ein kleines Döschen drucken und dann die Kugeln da reintun. Mache ich vielleicht auch bei Gelegenheit mal. Ja, und dann hat man das hier wunderbar drinstehen. Ich denke, es ist eine gute Lösung. Und sehr kostengünstig, ne? So eine Box mit Deckel, ich glaube 5 Euro oder 6 Euro, da kann man, denke ich mal, nicht meckern. Weil in den Kommentaren häufiger danach gefragt wurde, gehen wir auch einmal ganz kurz auf die Wartung ein. Im Grunde sind das nur 2 Dinge, die man halbwegs regelmäßig machen muss. Abgesehen mal vom Reinigen der Druckplatten, Wasser, Seife, das reicht schon. Oder ein bisschen Isopropanol. Müsst ihr beim Drucker eigentlich nur die Z-Achsen schmieren. Das macht man hier mit so einem Kugellagerfett oder Langzeitfett. Ich bin da auch einfach bei Amazon reingegangen, habe geguckt, was ist gängig. In den Rezensionen waren ganz viele 3D-Druckleute und dann habe ich mir gedacht, okay, das bestelle ich. Und mit einem Pinsel trage ich das einfach auf. Dann wird das Druckpad einmal hoch und runter gefahren. Dann kann man noch gucken, quillt irgendwo was raus, muss ich nochmal was wegnehmen. Und dann ist das auch schon fertig. Die andere Sache ist, dass man halt ab und an mal die Carbon-Führungsstangen vom Druckkopf oben abrubbeln muss. Ein bisschen Isopropanol auf ein Tuch und dann kann man das vernünftig sauber machen. Ich werde da jetzt hier, wie gesagt, nicht weiter ins Detail gehen, aber der Kollege Mpox hat ein unfassbar gutes und unfassbar ausführliches Video dazu gemacht, insbesondere auch bei so einem Drucker. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Ich werde es verlinken, schaut es euch unbedingt an. Da fällt mir gerade noch eine Sache ein, weil ein Kollege das erst vor ein paar Wochen hatte. Und zwar kann es ja mal passieren, dass vielleicht die Nozzle zusetzt oder der Extruder hängt fest und ihr müsst halt Dinge demontieren, um den Drucker wieder gangbar zu machen. Und da gibt es ein, zwei Helferlein bzw. Werkzeuge, die kann man sich 3D drucken. Das findet man im Bamboo Wiki, ich kann das mal raussuchen und verlinken. Aber die Sache ist ja die, normalerweise beschäftigt man sich ja erst mit einer Lösung, wenn das Problem schon vorhanden ist. Und wenn das vorhanden ist, könnt ihr halt nichts mehr 3D drucken. Das heißt, es ist irgendwie blöd, wenn ihr das dann erst feststellt und müsst euch dann anderweitig irgendwie behelfen. Das geht auch ohne diese Werkzeuge, aber es ist halt einfach entspannter mit. Und deswegen
Ich verlinke euch das. Druckt die ein, zwei Sachen da einfach mal aus, legt die zu eurem Druckerzubehör und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Beim nächsten Thema werden die Meinungen wahrscheinlich sehr weit auseinandergehen, vermute ich zumindest mal. Es geht um Filament und was das denn so kosten sollte. Ich persönlich bin nämlich der Meinung, bei Standardfilament, also sagen wir mal PLA, PETG, von mir aus auch noch ABS und insbesondere die Standardfarben, also schwarz und weiß und so weiter, dass es da kein teures Filament sein muss. Man kann PLA für 30 oder 40 Euro kaufen, man kann aber eben auch PLA für zum Beispiel 10 Euro pro Kilo kaufen oder 12 Euro oder ne, so diese Ecke halt, je nachdem, was man da nimmt und wo und wann man es bestellt. Das ist jetzt von Gitec, es gibt noch Sunlu und ja, wie sie alle heißen. Auf jeden Fall habe ich persönlich die Erfahrungen gemacht, dass bei, wie gesagt, diesem Standardmaterial keine großen Unterschiede vorhanden sind. Also weder in der Verarbeitbarkeit, ist das ein Wort, noch im Druckergebnis oder was auch immer. Also das ist meiner Meinung nach, und ich habe da auch mehrere Marken verglichen, super, super, super nah beieinander. So nah, dass es niemals den dreifachen oder teilweise vierfachen Preis rechtfertigt. Und dementsprechend nutze ich sehr, sehr viel Gitec, weil ich damit top zufrieden bin und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt sehr, sehr gut. Nur um das nochmal ganz klar zu machen, mir geht es dabei nicht um besondere Filamente, die zum Beispiel Kohlefaser verstärkt sind oder ASA oder irgendwas in diese Richtung. Und mir geht es auch nicht um besondere spezielle Farben oder so, sondern wirklich um Standardkram. Und da sehe ich persönlich einfach nicht ein, warum ich halt den dreifachen oder vierfachen Preis zahlen soll. Ähnliches Thema, wenn auch eine ganz andere Kategorie, und zwar Druckplatten. Ich habe damals, als ich den Drucker bestellt habe, die Dual-Sided PEI von Bamboo mitbestellt und bin da insgesamt auch immer sehr zufrieden mit gewesen, habe sehr viel darauf gedruckt, mehr als auf der Standardplatte tatsächlich und ja, wie gesagt, ist okay. Ich hatte ein paar Probleme mal mit der Druckbetthaftung bei manchen Drucken, habe ich von anderen Nutzern auch gehört, aber alles in allem eine gute Platte, kostet ich glaube 37 Euro plus Versand und dann habe ich mir allerdings ein paar Platten bei AliExpress bestellt. So, hier ist eine davon. Die hat auf der einen Seite auch eine PEI-Oberfläche. Die ist nicht exakt identisch. Farbe ist ja auch anders, sieht man ja schon. Ich glaube, die Körnung ist minimal unterschiedlich. Bamboo selbst hat aber inzwischen auch so eine goldene. Ich glaube, es ist 1:1 die gleiche. Aber auf der anderen Seite haben wir in dem Fall jetzt zum Beispiel eine Carbon-Oberfläche. Sieht sehr geil aus, überträgt sich auch auf die Drucke. Und die gleiche Platte habe ich nochmal. PEI und so Fractals, auch super. Und dann eine dritte, beidseitig PEI. Ich habe für alle drei 36 Euro inklusive Versand bezahlt. Habe 3 Wochen drauf gewartet, weil klar, ne, kommt halt aus dem Osten, aber also aus Asien. Aber ja, ich finde, Preis-Leistung ist da mal wieder übertrieben gut. Und die Sache ist auch, dass die Druckbetthaftung hierbei besser ist als bei der Dual-Sided PEI von Bamboo Lab. Bei ja, vergleichbaren Settings und so weiter, gleichem Filament. Ich habe das mal ein bisschen verglichen. Das ist schon wirklich sehr interessant. Ich habe kein Problem damit, mehr Geld für etwas auszugeben, wenn es wirklich besser ist und mir wirklich Vorteile bietet. Aber in diesen Fällen ist die Alternative fast geiler. Und damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und dass ich euch vielleicht noch ein bisschen helfen konnte. Wie gesagt, ich bin selber kein Profi. Ich habe da Spaß dran. Ich mache es jetzt so seit 10 Monaten. Habe schon viel gelernt. Und ich hoffe, dass euch einfach diese, ja, Tipps in Anführungsstrichen so ein bisschen helfen konnten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst uns auch über verschiedene Dinge, was weiß ich, Filament, Druckplatten, was auch immer diskutieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute, bis dahin, ciao!